Ist das nicht schon fast ein bisschen zu viel? Kann man nicht oft genug machen. Mega, oder? Mega, macht Spaß. Ja. Treffen macht Spaß. Das ist der Grund, warum wir das lernen. Die beschweren sich schon. Ne? Wichtiger Punkt bei der Waffe ist im Endeffekt der Schaft. Mhm. Der Schaft ist das, was im Endeffekt für das Treffen verantwortlich ist. Der alte Herr Krieghoff hat immer gesagt, die Läufe schießen, aber der Schaft trifft. Was die Aussage daraus ist, dass der Schaft wahnsinnig wichtig ist, damit ich treffen kann. Schmier, das ist meine Ausbildung für den VR. Ja. Zu Browning, B525. Ja. Hier habe ich, könnte vielleicht noch einen Zentimeter länger sein, aber vom Prinzip her bin ich hier genau da, wo du es beschrieben hast, bin ich am vordersten Glied meines Fingers, berühre ich den Abzug, wenn ich die so in der Hand halte. Genau, und hier siehst du hier an der kleinen Schraube, den Abzug kann man in der Länge verschieben. Das heißt, den können wir jetzt theoretisch weiter nach vorne schieben. Okay, ja? Interessant. Genau, also das ist im Endeffekt das erste Maß, was wichtig ist beim Flintenschießen, ist der Abstand von der Hand zum Abzug. Genau. Das ist erstmal das Wichtige. Die zweite Sache, die sehr wichtig ist, ist die Schaftlänge. Ja. Die Schaftlänge sollte so gewählt werden. Die Waffe ist leer, es sind keine Patronen dran. Du siehst, wenn ich die Waffe in den Anschlag nehme, greife ich so ja um den Pistolengriff. Ja. Und wenn ich die Waffe in den Anschlag bringe, sollten hier zwischen meiner Nase und meinem Finger 2 Finger breit Platz sein. Ja? Mhm. Weißt du warum? Ja. Stell dir vor, ich würde jetzt hier so schießen. Ja. Jetzt kommt ja der Rückstoß. Das heißt, die Waffe schlägt sich in der Schulter nach hinten und federt nach vorne. Und du siehst jetzt, wie der Daumen meiner Nase immer näher kommt. Wäre der Schaft jetzt zu kurz, sagen wir mal, er wäre jetzt so. Dann haue ich mir mit meinem eigenen Daumen auf in die Nase. Genau. Ja? Ja. So, das heißt, du schießt und auf einmal haust du dir das Ding in die Nase. Das ist schmerzhaft und ist sehr unangenehm. So, das ist im Endeffekt wichtig von der Länge. So, jetzt auf der anderen Seite muss ja eine Flinte flüssig in die Schulter gleiten beim Anschlag. Ja. So, das heißt, wenn der Schaft jetzt aber zu lang ist, ich habe extra hier so eine verstellbare Waffe für meine Ausbildung. Ja. So. So, das habe ich immer ganz lang gemacht. Ja. Jetzt stehe ich da und will in den Anschlag gehen und auf einmal kriege ich die Waffe nicht hoch. Mhm. Siehst du? Weil sie hier hängen bleibt. Ja. So, das heißt, jetzt ist der Schaft zu lang. Und daraus resultiert, ich kann die Waffe nicht gerade schön parallel in die Schulter setzen, sondern ich muss eine Bewegung machen, nach vorne, vom Körper weg, Waffe hochheben und wieder einziehen. Das heißt, ich fange an, mit der Waffe rumzuschaukeln, bringe eine wahnsinnige Unruhe in die Mündung und will dann konzentriert auf einen Vogel schießen. Geht nicht. Das heißt, hier ist der Schaft jetzt viel zu lang. Ja. Ich glaube, für mich würde es genau passen. Für dich würde es genau passen, für mich wäre ein Tick zu lang. Ja? Ja, doch. Also ich brauche keine Bewegung nach vorne machen, sondern bei mir gleitet sie direkt rein. Genau. Aber so muss im Endeffekt ein Schaft angepasst werden. Ja. Ja. Und wenn du jetzt irgendwo in den Laden kommst und jemand drückt dir die Waffe in die Hand und sagt, mach mal so. Ja. Vergiss es. Ist keine Aussagekraft. Stell dir vor, du würdest jetzt 20 Kilo zunehmen. Ja. Oder wärst jetzt Bodybuilder ab morgen. Hättest jetzt auf einmal so eine kräftige Brust. Ja. Dann wäre ja die Schaftlänge viel kürzer. Ja. Aber an deiner Armlänge hat sich wesentlich eigentlich nichts geändert dadurch. Das, ne? Stimmt, das heißt, im Endeffekt, also wichtig ist, die passende Schaftlänge zu haben. Das heißt, die Waffe muss bequem in die Schulter greifen können und ich brauche hier 2 Finger breit Abstand, dass ich meine Nase nicht schädige. Das variiert ein bisschen. Jetzt hast du jetzt hier im Endeffekt nur die dünne Weste an und das T-Shirt. Und wenn du jetzt im Winter mit der Daunenjacke auf dem Gänsestrich stehen würdest, wäre vielleicht auch der Schaft etwas kürzer, für dich etwas angemessen. Ja. Aber deshalb kann man die Schaftkappen hier auch wechseln. Viele Leute benutzen im Sommer eine etwas dickere Kappe, sind ja nur 2 Schrauben, und im Winter eine etwas dünnere, ne? So dass man das optimal hat. Einfache Lösung auf jeden Fall. Also, erstes Maß der Abstand vom Pistolengriff zum Abzug. Zweiter Maß die Gesamtlänge, die man haben muss. Die normale Schaftlänge bei Männern beträgt ungefähr so ca. 37 cm, bei Frauen 35,5 bis 36 cm. Ja. So, dann haben wir folgendes Phänomen. Die Waffe ist leer. Ja. Ich muss ja beim Schießen hier über die Laufschiene gucken. Mhm. Das ist ja meine Zieleinrichtung. Und
Das heißt, ich muss jetzt mein Auge ganz nah an die Laufschiene bringen, um hier genau drüber zu gucken. Ja? So, ja? Jetzt habe ich aber folgendes Phänomen, dass mein Kopf hier aufhört, mein Auge aber 2 Zentimeter weiter im Kopfinneren liegt. Ja. Ja? Das heißt, ich komme ja gar nicht so nah mit meinem Kopf an den Lauf heran, dass ich gerade darüber gucken kann. Deshalb gibt es die sogenannte Schränkung. Das heißt, der Schaft ist nach rechts weggebogen, dass ich Platz habe für meinen Kopf. Ja. Ja? Weil der Kopf hört hier auf, hier ist mein Auge. Und deshalb muss der Schaft nach rechts weggeschränkt werden. Für Rechtshänder. Für Rechtshänder. So, und das kann ich hier bei meiner Ausbildungsfinte machen. Hier habe ich eine verstellbare Backe. Ja. Wie eine verstellbare Backe. Und zack. Den verstelle ich jetzt mal zu einer Seite ganz extrem. Jetzt sieht man das gut, ist das nach rechts weggedrückt, dass ich Platz habe für meinen Kopf. Jetzt hier, Waffe ist leer, ja. Wenn ich jetzt hier drüber gehe, habe ich richtig Platz für meinen Kopf, ja. Dass ich gerade drüber gucken kann. Ja. Jetzt guck du mal. Ja? Jetzt bist du genau dran, aber wenn man das jetzt drüber mal guckt, genau in die Kamera, dann sieht man, dass das Korn und das Auge. Kann man nicht oft genug machen in so einem Film. Ja? So. Jetzt bist du genau gerade drüber. Genau, perfekt, würde ich jetzt auch sagen. Genau, weil wir jetzt Platz gemacht haben für deinen Kopf. Jetzt verstelle ich das mal, nur um 2-3 mm, nur damit du den Unterschied merkst. Ja. Schon eigentlich, dass die, also jetzt sehe ich am Behilfskorn quasi, dass ich ja total falsch drauf gucke, ja. Genau, und du hast jetzt einen wahnsinnigen Druck, du musst jetzt mit deinem Kopf wahnsinnig dagegen drücken, damit du überhaupt richtig über die Schiene gucken kannst. Ja, und ich fühle jetzt schon den Druck hier aufs Jochbein, das heißt, wenn ich jetzt abdrücken würde, kriege ich hier definitiv einen Schlag drauf. Genau, und das nur, obwohl wir den hier, keine Ahnung, nur um 4 mm verstellt haben. Das heißt, wir verstellen den Schaft um 4 mm und du stellst jetzt schon feste, damit kann ich nicht treffen. Ja. Oder wenn ich damit schieße, dann tut es mir weh. Ja. So, das heißt, also das ist die Schränkung. Platz machen für den Kopf. Bedeutet zwischen uns beiden, wir sind zwar beide super hübsch, aber du hast ein schlankes Gesicht, ich habe mehr ein rundes Gesicht. Ja? Das heißt, ich bräuchte etwas mehr Platz für mein schönes Gesicht als du. Ne? Ja. Das heißt, wenn du mit meiner Waffe schießen würdest, die für mein großes Gesicht macht, bist du vielleicht sogar schon ein Stückchen zu weit rechts. Ja. Und wenn ich mit deiner schießen würde, müsste ich wahnsinnig drücken, damit ich hinkomme. Also das Thema Schränkung wirklich sehr, sehr gut erklärt. Man spricht viel darüber. Ich weiß, mein Papa hat immer, die Schränkung ist das Wichtigste und alles. Und oft habe ich so darüber nachgedacht, ja, aber jetzt hast du nochmal ganz genau erklärt, was die Schränkung genau ist. Ich glaube, das ist enorm wichtig für jeden Jungjäger, weil es ist nicht selbsterklärend. Es steht immer so drin, die Schränkung ist wichtig, die Schränkung trifft, aber man muss es auch mal erklärt haben und das hat Christopher echt super gemacht. Genau. Und das vorletzte Maß, was wir jetzt noch haben, ist die Senkung. Ja. Das heißt, in welchem Abstand und in welchem Winkel ich auf die Laufschiene gucke. Hier bei meiner Ausbildungswaffe habe ich 2 Korne, das Hauptkorn und das Hilfskorn. Und diese beiden Körner müssen in Anführungsstrichen wie ein Schneemännchen, wie ein Michelinmännchen übereinander stehen, wie eine 8. Hm. Dann weiß ich, sie sind richtig. Sind sie versetzt, weiß ich, ich gucke von der Seite falsch drüber, ist der Abstand zu hoch, weiß ich, ich gucke von zu weit oben drauf und sind sie ineinander gedrückt, sehe ich zu wenig. Ja. So, Waffe ist leer. Jetzt schau mal einfach durch und mach mal einen bequemen Anschlag, sodass die beiden Korne, Hilfskorn und Kopfkorn, diese beiden Korne müssen jetzt eine 8 bilden. Ja. Die bilden jetzt eine 8, ja? Die bilden jetzt eine 8. Okay, dann setzt man die Waffe ab. Jetzt verstelle ich dir den Schaft mal nur um 3-4 mm in der Höhe. Okay, mach nochmal.
Oh ja, jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt muss ich, also jetzt fühle ich sofort wieder den Druck aufs Jochbein, wenn ich die 8 bilden will mit den beiden Körnern. Genau. Also damit würde ich jetzt definitiv ein Gewischt bekommen, wenn ich vernünftig schießen will. Und wenn ich einfach nur so in Anschlag gehe, dann sehe ich immer viel zu viel Schiene. Genau. Und du merkst, obwohl wir jetzt den Schaft nur um ein paar Millimeter verstellt haben, ja, du kannst schon eigentlich nicht mehr damit treffen. Absolut. Ja? Ja. So, das ist das letzte Maß. Das heißt, die Höhe des Schaftes ist ausschlaggebend, wie und in welchem Winkel ich auf die Laufschiene gucke. Ich brauche ja hier den Kontakt mit dem Jochbein. Auch hier den Kontakt mit dem Jochbein. Und da muss ich gerade vernünftig über die Schiene gucken, damit ich eine vernünftige Treffpunktlage habe. Mhm. Jetzt gibt es noch ein weiteres Maß. Das haben ganz viele Leute gehört, aber keiner weiß, was es ist. Das ist der sogenannte Pitch. Mhm. Okay, weiß ich jetzt auch nicht, was es ist. Genau. Der Pitch sagt im Endeffekt nichts anderes aus, in welchem Winkel die Schaftkappe steht im Verhältnis zum Lauf. Okay. Die Waffe ist leer. Im Endeffekt ist es beim Flintenschießen so. Darf ich dich anfassen? Ja. Die Waffe muss ja hier in der Schulter sitzen. Ja. Und wir wollen eine vernünftige, gleichmäßige Auflage der Waffe, die flächendeckend in der Schulter aufliegt. Ja. So, jetzt kann ich die Waffe, die Schaftkappe, hinten verstellen. Oder im Endeffekt abschneiden und im Winkel hinten dran klauben. Siehst du hier, die kann ich verstellen, ja, im Winkel. So, jetzt stellen wir mal eins ein. Jetzt zeige ich es dir einfach mal, was gut ist und was nicht gut ist. Nehmen wir sie mal einfach verkehrt rum, nur zur Erläuterung. Ja. So sitzt die Schaftkappe flächendeckend bei Paul in der Schulter. Ja. Wenn jetzt der Rückstoß kommt, verteilt sich der Rückstoß auf der kompletten Fläche. Und die Waffe ist ziemlich gut gefestigt, weil sie überall und vernünftig geführt wird. Ja. Ja? Wenn wir jetzt den Pitch verkehrt rum hätten, ja, würde die Waffe nur unten mit der Spitze aufsitzen. Ja. Der Rückstoß wäre sehr unangenehm, weil er hiermit stechen würde, ja, und 50% der Schaftkappe hat gar keine Auflage. Das heißt, die Waffe sitzt auch nicht vernünftig in der Schulter. Macht Sinn. Macht Sinn. Ja. Deshalb, also auch letzte Maß darauf zu achten, vernünftiger Pitch. Das heißt, gleichmäßige, flächendeckende Anlage der Waffe in der Schulter. Ja. Ja? Und das kann man einfach machen, indem man hier bei der Schaftkappe, die kann man verstellen, oder der Büchsenmacher schneidet das leicht schräg ab, ja, und passt das an. Und da hängt so ein bisschen davon ab, was bin ich für ein Typ vom Körper her? Bin ich eher der Schlaksige, die Bodenstange, total gerade? Oder bin ich eher der kräftigere Typ? Und wie ist meine Brust ausgeprägt? Und das ist in Anführungsstrichen der Pitch. Okay. So, wenn wir das jetzt nochmal auf den Punkt bringen, wenn wir uns die Schäfte angucken, haben wir den Vorderschaft, dann haben wir den Hinterschaft mit dem Pistolengriff. Wichtig, der Abstand vom Griff zum Abzug, damit ich vernünftig auslösen kann. Dann die vernünftige Gesamtlänge, dass die Waffe bequem in der Schulter sitzt, ja, und dass ich einen vernünftigen Anschlag habe. Die Schränkung, die Platz macht für den Kopf. Ja. Die Senkung, die Aussagekraft gibt, wie gucke ich denn über die Flinte drüber. Und im Endeffekt der Pitch, die Anlage der Flinte in der Schulter. Und jetzt muss man einfach wissen, dass Flinten gebaut worden sind für Männer mit 1,80 Meter Körpergröße und 80 Kilo Körpergewicht. Ja. Und jeder, der davon abweicht, hat Probleme mit dem Standardmaß. Das ist genauso, wenn du jetzt in zum Herrenkonfektionär gehst und willst einen Anzug gehen, die guckt dich an und sagt, okay, sie haben Kleidergröße 50, aber dadurch, dass sie so groß und schlank sind, müssen wir Größe 102 nehmen. Das heißt, wir brauchen eine andere Länge. Wir, ja, müssen den Kragen ein bisschen enger machen. Das linke Bein ist 2 cm länger. Das müssen wir abschneiden und wir müssen den Bund etwas kürzen. Ja. Genau wie man eine Hose oder ein Hemd ändert, muss man dann auch den vorhandenen Schaft ändern. Nur so kann man dann auch im Endeffekt treffen. Macht absolut Sinn. Und ja, merkt man ja auf jeden Fall schon bei den veränderten Einstellungen, dass das so ist. Also sobald was verändert ist, habe ich schon Probleme, die Flinte vernünftig in Anschlag zu bringen. Okay. So, Christoph verändert jetzt nochmal die Schränkung. Die Senkung. Die Senkung. Genau. Entschuldigung, die Senkung. Und ich werde dann mit verschieden eingestellten Senkungen auf die Anschussscheibe zeigen, um euch mal zu zeigen, wie viel Einfluss das wirklich hat auf die Trefferlage der Schrotgabe. So, ich habe jetzt den Schaft relativ hoch eingestellt, das bedeutet einen relativen Hochschuss, ja, auf die Scheibe. Gut, alle Kopfhörer auf? Ja. Bereit? Oh ja.
Kann man deutlich sehen, ne? Ja. Haben wir so 40, 50 cm Hochschuss. So, weil der Schaft einfach zu hoch eingestellt ist. Schon ein heftiges Ergebnis. Also, jetzt stelle ich ihn mal viel zu tief. Der Fasan wäre weggeflogen, das steht mal fest. Ja, der Fasan wäre weggeflogen. So, jetzt stellen wir ihn mal ganz tief. So. Eine Patrone brauche ich. Na gut, alle Kopfhörer auf. Gerold, bereit? Jo. Oh, guck mal, ein Adler. Konnte man deutlich sehen, der Schaft ist einfach viel zu tief. Ja. Und das im Endeffekt, wir reden jetzt von 5 bis 8 mm, die wir im Endeffekt verstellt haben, die so eine hohe Aussagewirkung haben. So, jetzt stellen wir es für dich vernünftig ein. Ja. Wir das Maß ja gemerkt vorhin, was du brauchst. So und so. So. Genau. Kopfhörer haben alle auf? Ja. Bereit? Und da war die Schrotgabe ja, deutlich in der Mitte, muss man sagen. Ja. Aber man sieht auch noch ganz, ganz, ganz klein bisschen hoch, oder? Ja, aber ein bisschen Hochschuss will man haben. Warte, bleib ruhig hier, das kann ich dir erklären, warum. Das ist immer herrlich. Das ist ja die, der Geruch. Ja, ne? Ja. Das ist ja die Wurfscheibe, die wir beschießen wollen. Ja. Und hier, Waffe ist leer. Wenn die Waffe einen Fleckschuss hätte, müssten wir ja die Scheibe komplett abdecken. Ja. Und das würde bedeuten, wir sehen einen Großteil der Scheibe gar nicht mehr. Ja. Wenn wir jetzt ein kleines Ziel haben, wie zum Beispiel ein Rebhuhn, das würden wir komplett abdecken. Deshalb haben Flinten eigentlich einen leichten Hochschuss. Man sagt, 60% der Gabe ist oberhalb vom Korn und nur 40% ist unter, sodass man das Ziel in Anführungsstrichen aufsitzen lassen kann. Ja. Das heißt, ich bewege die Waffe so, dass das Korn die Scheibe berührt. Dadurch, dass ich den leichten Hochschuss habe, habe ich den Treffer. Ja. Aber ich verdecke nichts vom Ziel. Ja. Macht absolut Sinn. Und ich glaube, mit einer 60-40, das haut ziemlich genau hin. Genau. Jetzt muss man aber wissen, dass Flinten von der Bauart her unterschiedlich sind. Ja. Die Blaser zum Beispiel schießt, hat relativ gerade Läufe. Das heißt, das Korn sitzt auf der Basküle. Ja. Wenn man jetzt eine Beretta schießt, muss man ein kleines Stück Laufschiene sehen, weil die Läufe etwas anders angeordnet sind. Okay. Das heißt, man muss mit jeder Flinte, die man kauft, wirklich mal ein, zwei Schuss auf die Scheibe machen, dass man weiß, aha, wie viel Schiene muss ich denn bei meiner Flinte sehen, damit ich weiß, aha, was habe ich für eine Treffpunktlage. Ja, absolut. Also ich muss ehrlich sagen, so eine weiße Anschlussscheibe, finde ich, sieht man viel zu selten auf irgendwelchen Flintenständen. Ja, und wenn man keine hat, nimmt man einen großen Karton oder ein Stück von einer großen Serviette, was hier so diese Belege, was man auf diese Bierzeltgarnituren drauf macht, tackert die sich auf den Baum und schießt mal einfach drauf. Ja. Beim Kugelschießen ist das ganz normal. Ich fahre auf den Schießstand, kaufe mir eine Packung Patronen, mach drei Schuss und gucke mir das Schussbild an. Ja, absolut. Ja. Beim Flintenschießen geht er irgendwo in den Laden, kauft die Patronen und schießt damit. Ja, stimmt. Genau. Also das ist absolut wichtig. Und theoretisch können wir es jetzt nochmal machen. Ich verstelle dir den jetzt mal einmal noch in der Seite. Ja. Verstelle dir jetzt nochmal einmal die Seite. So. Und dann wirst du feststellen, ich hole dir mal eine Patrone. Jetzt habe ich den Schaft mehr, also weniger nach rechts geschränkt. Ja. Jetzt wirst du merken, dass ich jetzt auch der Schuss seitlich verlagert. Ja. Und meine Prognose ist, wir treffen die Scheibe an der Seite. Siehst du, die Gabe hat sich nach links verschoben. Hat sich nach links verschoben, nur weil ich den Schaft um ein paar Millimeter verstellt habe. Und jetzt stelle ich dir die Frage, du machst den Jagdkurs und da stehen 10 Gewehre. Du nimmst jedes Mal ein anderes. Ja. Du kannst nicht treffen. Nee, absolut. Absolut. Und es ist halt auch definitiv Aufgabe der Schießlehrer, das einigermaßen einzustellen. Also ich behaupte eigentlich, als Jagdschein-Ausbildungssache kann man gar nichts anderes benutzen als so eine Flinte, die man so individuell einstellen kann, wie du das jetzt gerade machst, oder? Deshalb habe ich ja für meine Schießschule habe ich im Endeffekt mehrere von den Waffen, die ich individuell einschieße. Ja. Und auf den Schießständen gibt es meistens unterschiedliche Waffen. Mal mit längeren Schäften, mal mit kürzeren Schäften. Man sollte dann wirklich hergehen,
gucken, welcher Schaft passt mir am besten, ja, und sollte sich die Flinte merken und dann immer mit derselben Flinte schießen. Ja. Immer mit einer anderen Flinte schießen macht überhaupt keinen Sinn, ja, weil sich die Treffpunktlage einfach so massiv verändert. Und ich hoffe, du bist jetzt sensibilisiert so ein bisschen dafür, wie wichtig so ein Schaft ist. Absolut. Ja? Absolut. Viele gucken immer nur aufs Holz, das wird ja geil aussieht. Ja. Aber es sind diese kleinen Maße und es sind die wenigen Millimeter, die dafür ausschlaggebend sind, ob man damit gut und sicher und bequem treffen kann oder nicht. Absolut. Das hat auch mein Vater immer gesagt. Also bei der Flinte ist das Allerwichtigste immer nur der Schaft. Und deswegen hat er auch eine maßgeschäftete, die er sich mal hat machen lassen. Das ist im Endeffekt das Nonplusultra, dass man irgendwo hingeht und sagt, komm, ich gehe zu einem vernünftigen Büchsenmacher oder Schäfte und entscheide mich für ein Modell und wir arbeiten den Schaft um und passen den einfach an. Genau. Ja, das ist einfach das Wichtige. Und das ist einfach die Grundvoraussetzung beim Flintenschießen, ist ein passender Schaft. Genau. So, Christoph, eine Sache musst du jetzt noch sagen zum Schaft. Ja. Also, wir haben jetzt ja diesen Schaft angeguckt und es gibt da große Unterschiede. Ich habe jetzt mal hier zum Beispiel ein Gewehr mitgebracht, was speziell für Damen geschäftet ist. Ja. Du siehst, die ganzen Proportionen sind wesentlich kleiner. Der Griff, da verschwindet meine Hand drin. Ja. Das ist jetzt ein klassischer Damenschaft. Und wenn man sich das schon mal einfach im Vergleich anguckt, da sind einfach schon mal Welten zwischen. Bei Damen haben wir ganz oft das Phänomen, dass der Abstand zwischen Schulter und Kopf etwas höher ist. Deshalb haben Damen ganz oft einen etwas höheren Schaft, damit sie eine vernünftige Auflage haben und einen Kontakt herstellen zu können. Und das ist also im Endeffekt die klassische Form, die wir sie haben. Dann gibt es noch aus der früheren Zeit den sogenannten englischen Schaft. Der englische Schaft ist gemacht im Endeffekt für die Verwendung mit zwei Abzügen, mit dem Doppelabzug. Und der ist von daher gemacht, Waffe ist leer, dass wenn ich hier reingreife und mache den ersten Schuss, klack, dann kann meine Hand nach hinten gleiten, um den zweiten Abzug auszulösen. Ja. Deshalb haben Flinten mit Doppelabzug klassisch diese englische Schäftung, weil ich reingreife und mache klack, gehe nach hinten und ziehe zweimal. Deshalb macht ein englischer Schaft mehr Sinn bei einem Doppelabzug als bei einem Einabzug. Okay. Und noch was anderes, weil wir gerade über die Doppelflinte sprechen, wegen dem Hochschuss, den wir vorhin hatten. Ich wollte dir nur sagen, bei der Doppelflinte, wenn du hier keinen Hochschuss hast, verdeckst du noch viel, viel mehr vom Ziel als bei einer Bockflinte. Ne? Ja. Deshalb haben Querflinten in der Regel noch einen viel höheren Hochschuss als Bockflinten, weil sonst einfach viel zu viel vom Ziel verdeckt würde. Ja. Ja? Das muss man noch so ein bisschen am Rande einfach wissen. Was es noch gibt, ganz kurz, ist bei den Selbstladeflinten, die ja sehr modern sind, gibt es oft die Möglichkeit, zwischen Schaft und System hier sogenannte Einlagen zu setzen. Da kann ich einfach hier eine Einlage reinsetzen, die einen anderen Winkel hat. Das heißt, wenn ich keine verstellbare Backe habe, kommt hier zwischen im Endeffekt wie ein Keil und der Keil drückt den Schaft nach links oder nach rechts oder nach oben und nach unten. Das ist auch ein Vorteil von den modernen Selbstladeflinten. Okay, habe ich selber noch gar nicht gewusst. Christoph, wie ist das? Was gibt es für Möglichkeiten, wenn du jetzt eine Flinte in der Hand hast und du musst damit schießen, weil nichts anderes zur Verfügung steht, aber du willst dir quasi selbst helfen, weil du weißt, okay, die Flinte passt mir gerade überhaupt nicht. Gut, da kann man schnell improvisieren. Was man im Endeffekt braucht, ist ein bisschen Geschick und ein bisschen Klebeband. Wenn man ich habe zum Beispiel bei der Ausbildung immer ein paar Sachen bei, zum Beispiel habe ich einfach eine Ersatzkappe dabei, Waffe ist leer, dann nehme ich einfach die Waffe, hier, nehme eine Ersatzschaftkappe und dann nehme ich ein Panzertape. Und dann klebe ich das einfach zack, hinten drauf und schon ist der Schaft 5 cm länger und auf einmal passt er mir schon. Das ist nicht optimal, aber es reicht aus, um zumindest besser treffen zu können. Und dafür gibt es auch noch andere Elemente. Die Engländer nennen es Comb Razor. Das sind also einfache Stücke, die man im Endeffekt auf die Flinte oben drauf setzen kann. Ja. Ja, und dann einfach zack. Mit dem Klebeband obendrauf festmacht und schon ist der Schaft an der Stelle wesentlich höher und auf einmal habe ich den richtigen Abstand. Muss aber nicht unbedingt sowas aus dem Fachhandel sein. Ich kann auch ein Mauspad nehmen zum Beispiel. Ja? Ja. Mauspad vom Schreibtisch. Einfach drüber, mit Klebeband drüber, okay, passt, passt nicht. Ne? Und so kann man eigentlich mit relativ einfachen Möglichkeiten einen Schaft anfangen zu modifizieren. Ne? Du hast hier liegen, das kenne ich so eigentlich aus jedem Yachtladen, gibt es das ja, so eine
ja. So eine Verlängerung, so eine, ne? Verlängerung, die du drauf schiebst. Genau, die kann man auch einfach kaufen. Ist im Endeffekt aber auch einfach nur genau dasselbe, ne? Es ist einfach genau dasselbe, ne? Ziehst du hinten drüber, ist wie so ein Verhüterli, ne? Genau, einfach hinten drüber gezogen. Und dann passt sich der Schaft hin, so. So, siehst du, jetzt ist der Schaft schon wieder 2,5 cm länger. Ja. Und auf einmal sitzt die Waffe vernünftig in der Schulter. Ne? Also nicht damit hinnehmen, dass man sagt, oh Scheiße, der Schaft passt einfach nicht. Dann so ein bisschen kreativ sein, okay, ja. Und sagen, okay, ein bisschen was hinten dran kleben, ein bisschen was oben drauf kleben. Damit kann man schon eine Menge erreichen. Krass. Man muss nicht einfach alles kompliziert, man muss nicht alles kompliziert machen und man braucht nicht unbedingt den Maßschaft. Man kann sich auch mal zur Not mit Klebeband mithelfen. Bei Klebeband kann man eigentlich alles mitreden. Ja, und jetzt bist du irgendwo da und machst den Jagdschein irgendwo in einem Kursus und da ist nicht das Richtige da. Ja. Okay, da muss man sich halt helfen und dann modifiziert man den Schaft und passt ihn sich ein bisschen an sich an. Ja, vielen Dank für den einfachen Tipp. Herrlich mit den Kranichen, ne? Herrlich, ne? Wie die hier so rüberziehen.